Hallo Leute! Habt ihr manchmal Schwierigkeiten, den richtigen Glanzgrad zu erreichen? Falls ja, liegt das fast immer an den Einbrennbedingungen. Geringere Einbrennbedingungen machen die Oberfläche glänzend, wohingegen längere Verweilzeiten und höhere Temperaturen die Oberfläche matt erscheinen lassen. Matt wird die Oberfläche auch bei Nadelstichen oder bei zu warmer Lagerung. Dann kann es sein, dass das Pulver vorreagiert. Der Glanzgrad ist dann wichtig, wenn Normen einzuhalten sind wie GSB oder Qualicode. Zur Messung brauchen wir ein geeignetes Schichtdickenmessgerät. Achtet darauf, dass dieses auch sauber ist. Glanzgradwerte reichen von stumpfmatt bis glänzend und werden meist bei 60 Grad Winkel gemessen. Ausnahmen sind zum Beispiel die Automobilindustrie, wo 20 Grad Messwinkel gefordert sind. Achtet bitte auch darauf, dass für Metallic-Pulverlacke ganz eigene Messgeräte notwendig sind. Worauf muss man noch aufpassen? Bei farblosen Oberflächen hat auch die Maserung vom Untergrund Einfluss auf den Glanzgrad. Ebenso bei Lasurpulverlack. Fremdlicht verzerrt das Messergebnis auch. Achtet stets darauf, dass das Messgerät ordentlich plan auf dem Bauteil aufliegt. Außerdem hängt der Glanzgrad von der Oberflächenstruktur ab. Fein, grob oder Hammerschlagstruktur reflektiert das Licht anders. Auf glänzende Ergebnisse! Keep on coating!